Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands 2 mit Rita und Heide. Und wir sehen gerade, wie Wules irgendwas Trap diesen Captain Flynn killt um. Seriously? Ja, ich helfe mit dem Sniper nach. Er killt den Flynn tatsächlich oder? Nein, ein Viertel vom Leben hat abgezogen. Vom Flynn selbst? Ja. Das ist mein Bot! Da regt man sich immer auf, dass es nur Botspieler gibt. Nein, endlich! Okay. Oh, schaffst du es, Wule? Gut, wenn man den Flint anzündet, nimmt er keinen Schaden mehr. Naja, er ist ein Feuertyp. Eben nicht! Er hat auf mich nicht gebrannt, dann habe ich ihn angezündet. Jetzt nimmt er von einem Sniper keinen Schaden mehr. Ja, das ist so weit blöd. Vor allem, da ihn nur Feuerwaffen hat. Was ist denn da los? Und da brennt er schon wieder, der Wule. Ja, aber warum? Ja. Never mind. Oh. Wo kommt der ganze Schaden plötzlich hier? Keine Ahnung. Da oben! Sag mal, hat mein Bot echt den Bosskampf gestartet oder was ist da los? Dann mal Ammo Dump, jawohl, jetzt hol ich mal Raketen. Welcome, Customer. Scheiße, kann man doch keine Raketen kaufen? Seriously? Ja? Der verkauft keine Raketen. Muss sofort den Markus sagen, Marktlücke wird ausgelöst. Ja, ist es einer? Ist es ein Laden? Rita? Ja? Den müsst ihr mir erledigen, weil ich mach keinen Schaden auf den. Hm? Ich spring einmal in die Arena rein. Der hat sich gerade aufgelöst. How hilarious, du sitzt auf mein Trap Card. Und dann nimmt kein Feuer Schaden. Ja, er hat resistet, aber. Doch, er nimmt Feuerschaden. Okay. Oder war das der Geschütz? Das war der Geschütz und mein Bot. Die haben sau viel Schaden noch. Ich hasse Lex. Schau mal. Im Bein. Ja. Oh mein Gott, das ist ein. Alles durcheinander da. Achso, ich habe unten alles erledigt, was sich bewegt hat. Ich komm rauf. Ja, wir haben oben gerade den Bosskampf erledigt. Wie erledigt? Ja, wir haben einen Bosskampf gemacht. Okay, jetzt sollte man rein theoretisch da irgendwo den Kollegen da abhatzen können. Wohin? Den Matchsticks, den ich im Inventar habe. Also, die gedroppte Werte her. Ah, schaut mal. These guys really are just sitting around burning one another for giggles. Maybe we don't have to worry about them. That'd be nice. Okay, komm mal her, Heide. Ich glaube, das wird lustig. Do you want it? Do you have a giggle, mate? Hey, Oeda, willst du ein Giggle? Platzierst du ihn? Kann ich machen, ja. Hab ich alles nachgeladen, ja. See it coming! The time is on the end! Oh mein Gott. Get to the incinerator console and give him what he wants, I guess. Okay. Na denn. Ja. That was kinda weird. Ja, kinda. Ja. Ja. Wir sind also nett zueinander. Ja, schon, ne? Das ist doch. Will man schon fast einer von denen sein. Ja, ja. Aber nur fast. Ja, super. Der Tee ist, wir können da wieder verschwinden. Wule, verschwinden im Sinne von Puff oder verschwinden im Sinne von Adios, amigos? Im Sinne von. Dump. Ja. Wo geht's eigentlich?
Ist oben der Waypoint? Jetzt müssen wir wieder zum Incinerator zurück. Hm, schade. Ist oben eigentlich noch der Waypoint? Der Waypoint nicht, aber wir können uns noch zu rüberbeamen wieder, glaube ich. Ja. Das ist eine Munition, das ist eine Waffenkiste. Waffenkiste? Ein SMG und eine Schotze. Meh, meh, passt. Dum, da, dum, dum, da. Nein. Das Schiff ist tatsächlich weg. Nicht im Ernst, wir können doch jetzt auch wieder nach hinten laufen. Kannst du vielleicht runterspringen? So als Shortcut. Seriously? Not. Oh Gott, jetzt gehen wir da noch zurückrennen. So eine Nein. Scheiße. Woohoo! Nein. Also kommen wir da mal runter, ja. Soweit so nice. Na Gott sei Dank kann man wenigstens den Abkürzer machen, dass man da runterspringt, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie assi, dass man jetzt da nur mal wegkommt. Justin! Out of nothing, ein Wuhle. Das ist doch irgendwie Ausdauertraining dann, oder? Warte mal, ich bin da gerade auf was drauf gekommen. Was war? Rita, wo ist der Fehler? Wer hat Rat denn Fisch? Vor allem, warum rat sich nur der Fisch? Ja. Ich meine, irgendwie haben wir da ein Fischproblem. Ja. Wir spielen Borderlands und regen uns am Fisch auf. Also wir haben schon Probleme, ne? Mhm. Hey, aber es sind unsere Probleme. Ja! Ich sage jetzt mal nichts. Dump? Ja, du bist da unser Problem. Übrigens, zu den Class-Mods. Der Wuhle, der Riede wird angezeigt als Shock Trooper. Und der Wuhle ist ein Technophiler. Ja, Technophile. Technophiler. Du Scharfschütze. Scharfschütze. Schützt, richtig, der schützt Schafe. Mhm. Das oder mindestens 350? Ja. Das ist wie immer völlig richtig. Er dreht sich inzwischen. Schön, dass du so früh drauf gekommen bist, leider. Aber ist okay. Was ist, schau mal, wer den Fisch dreht. Hm, kann ich das vielleicht anzünden? Ja. Okay, das Wasser da ist wirklich kalt. You know, sorry. Ja. Wie lange brauchst du noch bis zum Travel? Moment, ich bin 2 Sekunden da. 3, 2, 1! Ja. Dance. Mother Duckers. Okay, hat man es wenigstens noch Three Horns Wald geschafft. Mann, jetzt gehen wir schon wieder weiter rennen. Das ist unglaublich. Das ist eine Wolflauferei. Mein Gott, tut doch nix. But. Bad. Jetzt, hey, jetzt kommt wieder der lustige Teil, oder? Mit diesen ganzen Bad Dingen. Bad? Hä? Bad. 2 Schüsse brauche ich. Die großen. Mhm. Ready to go! Okay, ich gebe da jetzt mal einen nutzlosen Fakt drauf und sag, das ist mir völlig Wumpe, wenn ich da in ein Auto einsteigen tun werde. Ich habe einen One-Shot über den Critical. Hallo, Wuhle! Hallo, Alter! Ciao, Rita! Help here! Wo ist das zweite Auto? Scheiße. Du bist scheiße, Wuhle! Ja! Ich hab's versucht! Ah! Ich nehme mein eigenes! Ich nehme echt Spitzmann! I'm going to take my own car with blackjack and hookers.
Ja. Umbrella. So, okay, dafür kriegst du jetzt unter 2 Bullen. Geht ja doch. Alles ganz ohne Probleme. Irgendwo noch links. Ja. Fast. Oh. Boost! Fast schon. Just you, Dr. Baby. Oh. Critical. Ach, geschafft. Aber jetzt mal im Ernst, das ist doch eine komplette Wolf-Laferei der Welt, oder? Also, ja. Ich mag Wölfe. Magst du keine Wölfe, Wule? Ja, ich mag Wölfe, aber keine. Ich mag Wölfe, keine Wölfe. Class Mods. Kommando, Team Fire Raids. Forst. Crunch. Killer Class Mods. Team Critical Damage from Assassin. No. Okay. Gehst du mal bitte einen Schritt auf die Seiten, Alter? No. Will aber dann. Wir machen da keine Raketen. Lappen. Lappen, Wule. Lappen. 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 Katz. Katz. Voll. Lappen. Talk. Ja, mach mal. Thank you, Torch. Immer gern. We shall join Matchstick soon. The Enkindling approaches. The what? The what? Du hast ja schon wieder den Verrückten zu. It is time for the Enkindling, young Torch. Time to sacrifice heathens to our blazing mother. Who the fuck is heathens? Ich glaube, Heaven meint Light effigies with fire. Rita? Ja? Ich hätte einen neuen Sniper für dich. That could be very bad. Or it could be like a cookout. Das ist die, ich bis jetzt immer verwendet habe. Okay. Hast du gerade die Lille gehört, was ich gesagt habe? Na? Das könnte, it could, what is the Enkindling? Could be a cookout. These guys aren't so bad after all. Ja. Bruder, brauchst du einen Sniper? Das ist ein super Sniper. Nee. Aber du könntest vielleicht als Sniper nutzen und dort diese merkwürdigen Dinge anschießen. Du lauf einmal zu dem Anteil runter, lauf zieh mal zu dem anderen. Mal schauen, dass ich das drum einfach aktiviere, dass ich abhau. Zu wollen anderen? Ah, das. Das rechte? Ja. Wie, wo soll ich das treffen? Jawohl, das habe ich aktiviert. Schafft. Du brennst schon wieder. Headshot! Hat er gerade Bus. Der Mann hat Probleme. Ich finde, sie haben eigentlich das andere drum gemeint, das ihr angehen sollt. Ich deck nicht gerade den Arsch, okay? Ey, voll Knorke, lauft ihn dann einfach davon. Nein, wir decken den Arsch. Geht doch. Return to me and let the human sacrifice commence. Okay. Okay, that sounds pretty evil. Just head to this enkindling thing. If things get creepy, I'll make an appearance. Be careful. Yay. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie dann macht, wenn sie auftaucht, oder? So, das ist mal ein Sniper nach meinem Geschmack. Wo müssen wir hin? Ah, okay, wir müssen schon. Oh, wir müssen hier woanders hin. Return to me. Return to me. Return to Castle Quarkenstein. Das ist eigentlich Entkindling, so. Ich weiß es auch nicht. Oh nein. Hey, ist das denn? Müssen wir da hinlaufen? Secret? Ist das ein Secret? Oh, logisch. Wir müssen uns natürlich wieder das gesamte Level durcharbeiten. Ey, Kinders. Ihr Jungs von. Wie heißt das Drecksentwicklerstudio, das wir gebaut haben? 2 Gay Games? Gay? Ihr dreckigen Backträger. Das ist ja unglaublich. Die ganze Zeit kannst du den scheiß Level näher ablaufen. Mann! Für den Heider natürlich genial, weil du hast dann endlich die Ausrede, sich das Level 10 mal anzuschauen. Ich glaube, der Heider ist der Einzige, dem dreckiges Backtracking nicht auf den Sack geht. Wow!
Naja, eins, wenn man durchs Level laufen, ist nicht schlecht. Aber 15 Mal, dann heilt man richtig, ja? Ja, das ist. Übrigens der perfekte Sniper, um brennende Sachen zu killen. Ich müsste jetzt mit der so 2000 Schaden machen beim Critical. Sehr schön. Wieder, mach mal die Gegner da weg, dann gehen wir nämlich wieder einen Schritt. Na gut, dann bis zum nächsten Teil, Leute. Wenn's weiter quarkt. Ciao. Ciao.